Wie gesagt, jetzt können wir alle Truhen knacken. Jetzt könnten wir quasi alle Gebäude in allen Städten nochmal abgehen. Macht wenig Sinn, machen wir auch nicht. Nur die, die wir gerade sehen oder an die ich mich noch erinnere, da können wir mal einen Abstecher hin machen. Mann, ey, die Leiche liegt hier immer noch vor. Ist echt eklig. Die wohl schon riechen muss mittlerweile. Ekelhaft. Spiel, das ist alles okay. Du läufst auf einem guten Computer. Du kannst ruhig ohne Stocken laufen. So. Hereinspaziert, meine drei Späher. Also. Ah ja, ich war noch beim Thema Spielstrecken stehen geblieben. 20 Minuten später geht es beim Thema weiter, wie ihr seht und hört. Ja, die strecken das Spiel insofern, dass die solche Quests einbauen, die eigentlich relativ unnötig sind, um das Spiel dann auf eine künstliche, unwirkliche, da fehlt eine Textur, Länge zu bringen. Theoretisch müssten die Paladine als Späher vor allen Dingen den Weg zur Burg selber kennen und als Späher müssten sie auch wissen, wie es geht, ein Land kampflos zu durchqueren. Also es ist total unnötig, was wir hier machen. Halt! Kein. Ja. Hier sind wir. Danke, Mann. Kann ich jetzt zu Lee? Tut mir leid, aber das geht im Moment nicht. Die Lage wird immer ernster. Wahrscheinlich steht ein Krieg mit den Orks kurz bevor. Kann ich was tun, um zu helfen? Ich habe den Männern gesagt, sie sollen Essen und Material sammeln. Wenn du uns helfen willst, könntest du uns etwas Fleisch besorgen. Okay. Wo finde ich Fleisch? Du wirst dafür Tiere jagen müssen, draußen im Wald. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Hier hast du Fleisch. Gute Arbeit. Danke. Wir brauchen nochmal deine Hilfe. Worum geht es? Wir haben jetzt zwar Fleisch, aber wir brauchen auch noch Weizen. Oh. Wo finde ich Weizen? Auf unseren Höfen. Halt einfach nach großen Säcken Ausschau. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Was willst du? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Beschaffe Weizen. Ja, wir haben schon ein paar Säcke. Scheint noch nicht genug zu sein. Ah. Warum habe ich das Gefühl, dass das eine langweilige und blöde Sucherei werden wird? Das sind nicht die Höfe. Hier auf der linken Seite sind die Höfe. Das habe ich schon verstanden. Seltsames Spiel, wirklich sehr, sehr seltsames Spiel. So, was sind jetzt Höfe? Ich meine, hier sehen alle Gebäude aus wie Höfe. Und dann sind da doch keine Weizensäcke. Vielleicht hier hinter versteckt. Oh. Knapp 500 Goldmünzen, alles klar. Deshalb war die Truhe versteckt. Keine Weizensäcke. Keine Weizensäcke. Wirklich Spielstrecken kann man das jetzt in diesem Fall leider nicht nennen, wobei die weißen Säcke, die Quest gab es ja so ähnlich schon mal bei den Korndieben in Gothic 3 Hauptspiel. Im Gothic 3 Hauptspiel. Also an sich auch nichts Neues. Aber wie gesagt, Spielstrecken ist es nicht, weil es macht ja halbwegs Sinn, dass die da oben was zu essen brauchen. Aber wenn ich mich frage, warum die nicht irgendeinen Bauern losschicken und dem dafür 3 Goldmünzen geben. Erstens wird der sich freuen, zweitens würde ich mich nicht ärgern. Aber so weit denken die guten Leute hier in Vanguard nicht und ich finde einfach keine Säcke mehr. Es fehlt wahrscheinlich noch ein so ein Haufen, ein so eine Ansammlung. Schätze ich einfach mal. Interessant, dass hier sowas rumliegt, ehrlich. Unlogisch, aber interessant. Da sind Weizensäcke, ich sehe sie doch, oder? Das sind Steine, alles klar. Vogelperspektive, Leute. So sehe ich genau, ob irgendwo diese blöden Säcke liegen.
Die hatten ja so einen hellen Farbton ungefähr. Also müsste die eigentlich gut erkennen können. Kümmere dich besser um deinen Kram. Aus. Da kann man jetzt gerade nicht viel kommentieren. Verzeiht mir das bitte. Ich meine, so spannend ist das, denke ich mal, jetzt nicht, was ich hier mache. Ich suche ein paar Weizensäcke. Oh. 12.000 nur. Ist ja gar nix. Boah, bis man in Gothic 3 12.000 zusammen hatte, ey. Und hier einfach so findet man sowas. Heftig. So sicher ist Vanguard aber nicht, finde ich. Die Stadt ist zu groß und sie sind eindeutig zu wenig Leute. Sofern oben die Burg nicht vollgestopft mit Paladinen ist, frage ich mich wirklich, wie die Burg halten wollen bei einem Angriff. Du solltest jetzt gehen. Was stehen hier für Baumstämme drin? Komisches Volk hier. Metalltruhe kriegen wir jetzt auf. Naja, in den Metalltruhen ist eher enttäuschendes Zeugs drin. Hm. Naja. Waren wir schon mal. Ist hier vielleicht ein paar. Macht zwar keinen Sinn, aber. Nee, natürlich nicht. Aber hier auf der Seite, das sind doch keine Höfe, oder? Also ich verstehe unter Höfen ganz klar was anderes, wenn er mich fragt. Da war die andere Seite schon mehr hofartig. Hier. Ah, alles klar, das muss aber jetzt gewesen sein. Riskant. Auf jeden Fall riskant. Aber wir können es machen. Okay. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe nichts gemacht. Buh, falsche Taste. So, und wir verschwinden hier erstmal wieder. Das war jetzt eine kampflose Aufnahme. Wie langweilig für euch. Tut mir wirklich leid. Hey, ich habe deine Weizensäcke. Hi. Hier hast du den Weizen. Ausgezeichnet. Vanguard steht tief in deiner Schuld. Na gut, dann werde ich mal mit Lee reden. Natürlich, mein Freund. Du kannst passieren. Danke! Wir kriegen beide noch Ärger. Darf der nicht mit mir reden, oder was? Ah, Lee? Da ist er. Da ist der alte Hund. Gut, dann wird die Story wahrscheinlich bald zu Ende sein. Wehe, wir dürfen das nicht. Danke. Kennen wir ja schon. Die haben ja mal kurz reingeschaut, wer sich erinnert. Danke. La, 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 la. Dankeschön. So gefällt mir das. Oh, alchemitisch. Was machst du denn da, Held? Halt? 16 Stück. Jo, ist ganz okay. Darf ich jetzt wieder hier rausgehen? Danke. Danke. Lee, du bist wirklich nett. Du bist in Ordnung. Mit dir kann man arbeiten. Gut, reden wir mit dem. Lee, du hast es ja weit gebracht. Gorn braucht unsere Unterstützung. Das geht.
Meine Generäle würden dem nie zustimmen. Vielleicht kann ich ja mal mit deinen Generälen reden. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich muss sie irgendwie überzeugen, auf die eine oder andere Art. Spreche mit Hans nahe Vengards Stadttor. Kriege ich jetzt eine Paladinsrüstung oder so? Bitte. Ich dachte echt, in der Hauptburg sei eine. Jetzt habe ich im Internet mal wieder ein bisschen gegoogelt. Ihr kennt mich ja. Und habt echt gelesen, hier in der Hauptburg soll irgendwo eine sein, bei dem Thron. Deshalb war ich gerade auch so hoffnungsvoll die ganze Zeit. Dann kam die bittere Enttäuschung, dass da einfach keine... Teleportstein zum Tempel von Vengard. Toll. Hilft mir viel. Erstens ist der Tempel am anderen Ende der Stadt, wo ich jetzt wahrscheinlich nie wieder hin will. Und zweitens will ich eine verdammte Rüstung haben. Ah, nein, ich war doch oben richtig. Ah, dammit. Dummheit muss bestraft werden. Oder wie sagt man nochmal? Bitte eine gute Rüstung. Keine Waffe, eine Rüstung. Ist das so schwierig? Mann, oh Mann, oh Mann. Leere Waffenständer ist auch mal wieder klar. Hallo, hallo, hallo. Darf ich mal? Oh, ich will eine Rüstung haben. Mann. Kampfmagierrüstung. Vereint die besten Eigenschaften einer Magierrobe und einer Lederrüstung. Ich will mir die mal angucken, die Rüstung. Wir sind kein Kampfmagier, aber ich will mir die trotzdem mal angucken. 85.000, das kriegen wir ja wohl zusammen. Oder auch nicht. So. Ich will mir sie ja nur mal angucken. Scheiße. Nee, ne? Nee. Gott, ist die eklig. Die ist ja furchtbar, die Rüstung. Ja, okay, dann mache ich mal wieder 2,25 Minuten Videos, wenn ich das gerade richtig sehe. Ah, nee, gar nicht. 2,20 Minuten Videos. 40, 20, ja. Damit haben wir noch knapp 2 Minuten Zeit, um uns hier irgendeinen Händler zu suchen, der uns eine Paladinsrüstung verkauft. Das ist doch mal was. Ja, trotz alledem können wir dem unsere Sachen verkaufen. Der hatte viel Gold, meine ich. Jo. Hier, 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 hier. Da, 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 da. Da, da. Sehr schön. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Ich habe hier jetzt eine Paladinsrüstung erwartet. La, 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 la. Truhe hatten wir. Mano, Mano. Im Korb ist sie jetzt. Mann, seid doch nicht so unfair zu mir. Du hast sie. Was willst du? Nee. Wer bist du? Ein Bürger Myrtanas, so wie du. Verstehe. Ich hoffe, du willst hier keinen Ärger machen. So, ich muss da mal wieder an die Arbeit. Ich bin gerade dabei, einen Trank zu brauen, der einem immense Macht verleiht. Ja, ja, mach mal. Helfen will ich gerade nicht. Ich will einfach nur einen Händler finden, der mir eine Rüstung verkaufen kann. Aber ganz so einfach ist das anscheinend noch nicht. Warst du in letzter Zeit mal in Gotha? Ja, kein guter Ort, um Handel zu treiben. Was hältst du von Gorm? Ein guter Mann, aber dumm wie ein Stück Brot. Ist Gotha sicher? Ja, scheint so. Aber was die Stadt dringend braucht, ist ein kluger Anführer. Wohin wirst du jetzt reisen?
Ich werde hier bleiben müssen und mich um meine Geschäfte kümmern. Was sind das für Geschäfte? Das geht dich nichts an. Meine wunderschöne Frau würde sich allerdings gerne die Zeit mit ein paar Einkäufen vertreiben. Bring sie nach Faring und führe sie etwas herum. Aber pass auf, dass sie sich nicht zu gut mit den Leuten dort anfreundet, wenn du verstehst. Gut, endlich mal eine Nee, mach ich ganz bestimmt nicht. Bist du mal nach Silden oder Geldern gekommen? Leider ja. Silden und Geldern sind Dörfer mit zwei Dorftrotteln an der Spitze. Was denkst du, wer wird den Krieg gewinnen? Ah, solange Sieger und Verlierer weiter mit mir Handel treiben, ist mir das eigentlich egal. Kennst du Torus? Natürlich. Ein guter Mann, sehr fortschrittlich und ein guter Handelspartner. Was kauft Torus bei dir? Holz für seine Lager. Sind Torus Männer gut ausgestattet? Oh ja. Er hat sicher eine der bestausgerüsteten Armeen in ganz Myrtana. Was kauft... Gar nichts. Ich komme nach Vanguard, um mich zu erholen. Hast du zu viel Zeit? Ja, und schön ist die Stimme transformiert. Alles ein bisschen merkwürdig hier. Ich werde ganz bestimmt nicht mit der Frau nach Faring laufen, also... Irgendwas finden die Leute, also fanden die Entwickler einen Anschein nach an diesen Transportierquests, was ich ja total zum Kotzen finde. Naja, meine Befürchtung ist aber wahr geworden. Hier sind nämlich irgendwie gar keine besonders vielen Soldaten drin. Ich frage mich, warum die alle die Unterstützung von Lee haben wollen, wenn er gar keine Männer hat. Die Logik muss man nicht verstehen. Und ihr habt alle keine Rüstung für mich. Ihr seid alle so ein armseliger Haufen. Du auch, Theodor. Ja, alle. Du erst recht. Lass mich in Ruhe. Jakob. Gut, suchen wir noch Hunds und dann einen Schnitt. Dann machen wir da direkt beim nächsten Mal weiter. Ich bin gerade echt schockiert, ey. Ich ruhe mich ein wenig aus. Ja, wird ja Sinn machen, wenn er sich hier befindet. Tatsächlich, da ist er nachgespawnt. Was führt dich hierher? Ich habe einen Plan, um Myrtana den Frieden zu bringen. Warum lachst du da? An dem Tag, an dem in Myrtana Frieden herrscht, ziehe ich mir ein Röckchen an. Es gibt keine Hoffnung für Myrtana. Doch, ich bin diese Hoffnung. Das haben andere auch schon behauptet. Und was ist mit ihnen passiert? Das ist noch lange kein Grund aufzugeben. Dann gib du mal nicht auf. Ich werde in der Zwischenzeit dann Vater, Großvater und Urgroßvater. Nur mal so aus Neugier. Wie sieht denn dein Plan aus? Zuerst mal müssen wir Gorm unterstützen. Gorm? Der taugt auch höchstens als Hofnarr. Wer bist du? Rede, oder ich schlitze dich hier und jetzt auf. Ganz einfach. Ich bin ein Krieger. Und ich will Myrtana den Frieden zurückbringen. Das ist möglich. Wir müssen nur Gorm unterstützen. Wenn dir Myrtana irgendetwas bedeutet, begräbst du deinen Hass und hilfst Gorm. Was redest du da? Wir sollen an der Seite eines Mannes kämpfen, der keine Ehre hat und nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist? Es kann keinen Frieden mit Gorm geben. Eher würde ich meine Seele verkaufen, als dass ich mein Schwert in die Dienste dieses Dreckskerls stelle. Wenn ich könnte, würde ich seinen Kopf auf einen Speer spießen und ihn mitten in Myrtana aufstellen. Pass auf, was du sagst, Paladin. Deine Hasstiraden gehen mir langsam auf die Nerven. Und du pass auf deine Ideen auf. Du scheinst schon nicht mehr ganz richtig im Kopf zu sein. Es haben schon viele vor dir versucht, Myrtana den Frieden zu bringen. Manche hatten völlig verrückte Ideen, aber sie sind alle gescheitert. Die Schwachen genauso wie die Mächtigen. Und dann kommst du an mit diesem hirnrissigen Vorschlag. Wo ist der Krieger, der Roba getötet hat? Wo ist der Krieger, der den untoten Drachen besiegt hat? Haben seine Bemühungen irgendwas gebracht? Wo ist er jetzt, dieser mächtigste Krieger aller Zeiten? Er steht vor dir. Was? Ich war es, der Roba getötet hat. Und ich war es auch, der den untoten Drachen besiegt hat. Und ich werde der sein, der deinen Kopf auf einen Speer spießt und mitten in Myrtana aufstellt. Du bist eine Schande für dieses Land. Bitte verzeih mir. Ich wusste nicht... Ich werde meine Zeit nicht weiter mit dir verschwenden. Ich sag dir nur eins. Es werden Veränderungen kommen. Und auch du wirst dich ändern müssen. Also hilfst du mir jetzt oder nicht? Ja, das werde ich. Danke. Mach's gut.
Warum hält sich Lee aus dem Krieg raus? Lee will seinen Leuten die Schrecken des Kriegs ersparen. Es wird viel Blut vergossen. Sollte Lee nicht versuchen, den Krieg auf friedliche Weise zu beenden? Es ist an Gorn und Torus, der Sache ein Ende zu machen. Würde sich Lee einmischen, müsste er sich möglicherweise für eine Seite entscheiden. Und dann würde er in den Krieg hineingezogen. Und das will er unbedingt vermeiden. Der Dialog gerade eben zwischen dem Helden und Hans, Hunz, wie heißt der? Hunz? Hans? Das will ich jetzt gerade nochmal eben gucken. Hans war episch. Episch. Regnet's? Und die Fackeln. Ich fand den Kampf einfach, den Dialog einfach episch, Leute. Unbeschreiblich, Gänsehaut-Moment. Und ich war es. Cool gemacht, auf jeden Fall. Aber okay, Leute, es ist Zeit für einen kleinen Schnitt und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.